Sehr geehrte Frau Präsidentin, Professor Dr. Liedtke, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Wir haben jetzt über 3 Stunden jede Menge über Erfolge, Chancen, Herausforderungen und Strukturen in der Lausitz gehört. Und ich möchte auch gern als Lausitzerin reden, und zwar über 1,1 Millionen Menschen, die in Brandenburg und im Übrigen auch in Sachsen leben. Und ich will darüber reden, wie diese Menschen in die Lausitz gekommen sind in der Zeit der Industrialisierung in den 60er und 70er Jahren, als es darum ging, eine Region der Energieerzeugung zu werden. Und wie vielfältig die Kultur in der Lausitz ist, womit wir uns in der Region identifizieren und diese Region als unsere Heimat betrachten. Und reden wir auch darüber, welche wichtige Rolle die Sorben und Wenden in unserer Region spielen, wie sie ein großes verbindendes Element zwischen Brandenburg und Sachsen sind, durch ihre Sprache, durch ihre Kultur. Und außer Herr Friedhoff, vom Herr Freihoff vom Rat der Sorben und Wenden, habe ich heute bisher relativ wenig darüber gehört, über die Einzigartigkeit der Lausitz, die nämlich die Heimat ist, dieser Minderheit. Und reden wir auch darüber, mit wie viel Energie die Menschen in Brandenburg und Sachsen die Strom- und Wärmeversorgung in der Region und darüber hinaus über viele Jahre sichern. Und in welches Loch viele Lausitzer fielen, nachdem ganze Industriezweige in den 90er Jahren verloren gingen. Und wie viele abgewandert sind. Junge, gut ausgebildete, mehr als 300.000, mit gravierenden Auswirkungen nicht nur auf unsere Altersstruktur. Und reden wir auch darüber, wie wir in der Lausitz zur Braunkohleförderung und zum Braunkohleausstieg stritten und streiten, diskutierten und noch immer diskutieren, wie uns das Thema beschäftigt und noch immer viele Gräben, die entstanden, noch lange nicht geschlossen sind. Und reden wir besonders darüber, welche Erwartungen die Lausitzer an den Beschluss zum Kohleausstieg haben, hoffnungsvoll, vorsichtig abwartend, misstrauisch bis ablehnend. Fakt ist, es gibt neben dem großen Gesprächs auch einen enormen Handlungsbedarf und da sind wir uns, glaube ich, hier alle einig. Und deshalb müssen wir vorher darüber reden, jetzt, was die Menschen wollen, welche Instrumente wir schaffen, um ihre Teilnahme an diesem Prozess aktiv zu ermöglichen. Und eines müssen wir uns klar bewusst machen. Wir sprechen über eine länderübergreifende Region mit vielen Akteuren, mit Landräten, ja, mit Ämtern, mit Bürgermeisterinnen, mit vielen kleinen Vereinen und Verbänden, mit Unternehmen, Wissenschaft und mit den Lausitzerinnen. Deshalb ist es schade, wenn wir heute lesen, dass bei der Wirtschaftsförderung Brandenburg und Sachsen jetzt getrennte Wege gehen. Wenn wir wollen, dass der Strukturwandel erfolgreich wird, braucht es vor allem eine vertrauensvolle Kooperation zwischen allen Partnerinnen und vor allem das Vertrauen in das Handeln der Regierung, die diesen Prozess steuern und begleiten muss. Und ja, das ist richtig schwer und anstrengend. Und es ist durchaus leichter, Herr Ministerpräsident, von oben etwas vorzugeben. Aber dann würden wir kaum Akzeptanz bei den Menschen erreichen. Und erinnern Sie sich, wir haben im vorletzten Plenum eine Diskussion zur Beteiligung der Zivilgesellschaft hier geführt. Unsere Vorschläge haben hier kaum Eingang gefunden und unsere Position werden wir deshalb hier nochmal deutlich machen. Liebe Abgeordnete, wenn wir über eine vertrauensvolle Kooperation in der Region oder wenn wir das erwarten in der Region, dann sollten wir hier mit gutem Beispiel vorangehen und das auch hier schaffen. Warum sage ich das? Wir haben hier scheinbar 2 fast gleiche Anträge zu einem Ausschuss Lausitz. Unser Antrag lag der Regierungskoalition seit Wochen vor. Sie hatten fast 2 Monate Zeit, sich mit uns über einen Neudruck zu verständigen. Wir hätten uns sicher nicht verweigert, denn das wäre auf jeden Fall ein gutes Signal in die Lausitz gewesen. Stattdessen kommt kurzfristig der Antrag der Koalition und mit Verlaub, ich sage Ihnen, wenig kooperativ und wenig durchdacht. Die Anträge unterscheiden sich in 4 wesentlichen Punkten.
Erster Punkt, Sonderausschuss oder Fachausschuss. Nun, darauf kommt es vielleicht nicht unbedingt an. Zweiter Punkt, 11 oder 15 Mitglieder. Davon hängt durchaus ab, wie alle Fraktionen des Parlaments eingebunden sind und welche Möglichkeiten die demokratische Opposition für ein eigenständiges Handeln hat. Nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel Anhörungen zu beantragen, also Menschen mit ihrem Fachwissen in diesen Ausschuss hineinzuholen. Und Herr Raschke, das können wir eben nur mit 15 Mitgliedern. Dritter Punkt. Mit der Wirkung der anerkannten Vertreterin der Sorben und Wenden und ihres Rates und des Dachverbandes der Domowina in die aktive Arbeit des Ausschusses oder ohne? Ja, natürlich mit Ihnen. Natürlich mit Ihnen. Nun, die Koalition hat schnell noch mal nachgebessert. Trotzdem haben Sie den Dachverband der Domowina vergessen. Großer Fehler. Wäre ich jetzt noch in der Schule, würde ich sagen, hätten wir uns ja vorher mal im Lehrerzimmer getroffen, dann wären alle Fehler und Unklarheiten schon vorher ausgeräumt gewesen. Aber gut, wir haben auch hier nachgebessert und ich gehe davon aus, dass Sie diesem Änderungsantrag zustimmen werden. Vierter Punkt, und das ist ein entscheidender Unterschied. Die parlamentarische Zusammenarbeit mit Sachsen oder keine? Und ich sage hier noch mal ganz klar, natürlich mit den Sachsen gemeinsam. Natürlich brauchen wir die Bereitschaft des Ausschusses auf parlamentarischer Ebene mit dem sächsischen Parlament zu reden und uns auszutauschen. Die Lausitz muss als länderübergreifende Region, ja, als Marke Lausitz gemeinsam entwickelt werden. Sie ist eben nicht nur Brandenburg, sondern auch Sachsen. Und Herr Redmann, Marke Lausitz, ja, Marke Lausitz ist Heimat, ist Herz, aber sie ist auch ein Garant für Qualität. Eine Marke ist auch ein unverwechselbares Bild einer Region, ein unverwechselbares Image. Und das sollte die Lausitz werden. Und Herr Bartel, Sie bedauern, dass die Sachsen die SAS gegründet haben. Das hat aber nicht das Parlament in Sachsen entschieden. Das hat die Landesregierung dort entschieden. Umso wichtiger wäre es, dass wir als Parlament hier eine Zusammenarbeit anstreben. Liebe Koalition, ich hätte mir gewünscht, dass wir hier zusammenfinden und eine vertrauensvolle Kooperation den Menschen in der Lausitz vorleben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass Sie sicher all unseren Änderungsanträgen zustimmen werden. Kommen wir zum Antrag der Koalition Infrastruktur und Wissenschaftsstandorte. Er soll ja die Richtung vorgeben, hat Herr Redmann heute hier gesagt. Und natürlich haben wir auch dazu kritische Anmerkungen. Wir haben immer ein Leitbild für die Lausitz gefordert, auch hier im Parlament. Dieses Leitbild oder Entwicklungsstrategie 2050 wird nun Ende des Jahres vorliegen. Und das Leitbild wird, so hat es auch Frau Schneider gesagt, mit Beteiligung vieler Akteure, auch mit den sächsischen, entstehen. Und das sollten wir doch anerkennen und zur Grundlage unserer Arbeit nehmen. Das muss die Richtung sein. Und das fehlt in Ihrem Antrag und findet nun Berücksichtigung in unserem Entschließungsantrag. Und ich sage Ihnen, wir würden der Region und allen, die sich in den umfassenden Beteiligungsprozess eingebracht haben, quasi einen Bärendienst erweisen, wenn das Leitbild, die Entwicklungsstrategie 2050, in irgendeiner Schublade verschwinden würde. Der Segen für das Land und seine Region kann eben nicht allein aus der Potsdamer Staatskanzlei kommen. So ist das nun mal. Ansonsten gibt es in Ihrem Antrag eine Reihe von Maßnahmen, die seit Jahren bekannt sind. Schon in der letzten Legislatur gab es dazu Einigkeit. Wir finden jedoch wenig neue Aspekte. Sie verkaufen mit allem Respekt alten Wein in neuen Schläuchen, zweites Gleis Cottbus, Berlin, Unterstützung, Power-to-X-Technologien, Unterstützung von Instituten, Ansiedlung von Landes- und Bundesbehörden, kulturelle Ankerpunkte im ländlichen Raum. Die Kulturschaffenden warten noch heute oder immer noch auf ihre Förderung. Maßnahmen, die schon lange auf der Agenda standen. Aber gut, das schadet ja nicht. Und wir finden es auch gut, dass Sie nun endlich erkannt haben, dass ehrenamtliches und bürgergesellschaftliches Engagement sowie neue Beteiligungsformen gefördert werden sollen. Bereits im April haben wir in unserem damaligen Antrag einen Fonds für die Zivilgesellschaft gefordert, Herr Raschke. So weit, so gut.
möchte man meinen. Nur hätten wir uns gewünscht, mit der Zivilgesellschaft darüber zu reden, wie dieser Fonds verwaltet werden soll. Sie geben hier schon wieder einen Beirat vor. Von oben herab, es soll ein Beirat sein. Dazu wurde aber sicher in der Region keine Debatte geführt. Keine Debatte, was eben die beste Beteiligungsform wäre. In der Region gibt es natürlich noch viele andere Ideen. Ja, Herr Redmann, da können Sie das Gesicht verziehen, das ist aber so. Das Netzwerk Bürgerregion hat ein Verfahren ähnlich wie in der LIDA-Region vorgeschlagen. Und das sollten Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen, bevor Sie hier von oben Beteiligungsformen vorlegen. Das Bundesministerium für Umwelt hat ein Projekt zur partizipatorischen Entwicklungsstrategie für die Lausitz in Auftrag gegeben. Professor Dr. Gesine Schwan hat dieses Projekt bearbeitet. Trialog im Wandel mit Struktur heißt es. Im Ergebnis wurden verschiedene Beteiligungsformate vorgestellt, die in einer Reihe von Diskussionen vertieft wurden. Es gibt also eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die es sich lohnt, weiterzuentwickeln. Haben Sie doch Vertrauen in die Ideen vor Ort und den Mut abzugeben und Vorschläge von den Lausitzern zu berücksichtigen. Und da, ja, diesen Satz, das machen wir schon, den kenne ich eigentlich nur von der SPD. Herr Raschke, passen Sie auf, dass das nicht auch bei Ihnen so wird. Auch das machen wir in unserem Änderungsantrag deutlich. Die Landesregierung hat ja entschieden, dass die Wirtschaftsregion Lausitz die entscheidende Rolle beim Strukturwandel übernehmen soll. Die Wirtschaftsregion Lausitz ist jedoch eine kommunale Gesellschaft. Und deswegen können wir hier auch nur empfehlen. Und deshalb empfehlen wir und wir wollen gern, dass die Wirtschaftsregion Lausitz ein Konzept zur Bürgerbeteiligung erarbeitet, gemeinsam mit den Lausitzer Akteurinnen und Akteuren und dann auch beschließt. Ob das dann am Ende ein Beirat ist oder irgendeine andere Beteiligungsform, das wird sich dann zeigen. Stimmen Sie also unserem Änderungsantrag zu, denn damit würde der Landtag unterstreichen und deutlich machen, Bürgerbeteiligung gehört zum Lausitzer und somit auch zum Brandenburger Weg. Und Herr Woidke, bei allem Respekt, es geht nicht darum, dass Sie eine Lausitz-Konferenz organisieren, wo Sie vielleicht als großer Heilsbringer auftreten und den Strukturwandel in der Lausitz verkünden, sondern das, was wir in der Lausitz brauchen, sind regelmäßige Konferenzen der Bürgerinnen und Bürger in der Lausitz. So herum ist es besser. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn es uns gelingt, den Prozess des Strukturwandels für und vor allem mit den Menschen zu organisieren, so wie Gesine Schwan sagt, sie einzuladen, mitzumachen, dann werden wir auch diejenigen, die diesem Prozess ablehnend und misstrauisch gegenüberstehen, als Mitstreiterinnen gewinnen. Ja, wir haben da viel darüber geredet, wie soll die Lausitz aussehen? Lausitz im Jahr 2050. Ich stelle mir eine Lausitz vor, in der jeder Mensch gut leben kann, egal welche Sprache er spricht, wie er aussieht, wo er herkommt. Eine weltoffene Lausitz, die Vorreiter für andere Regionen ist. Ohne Abwanderung, Zuwanderung, wo Fachleute Schlange stehen, um in der Lausitz zu arbeiten. Mit einer großen Vielfalt von Industriearbeitsplätzen und kleinen mittelständischen Unternehmen. Mit gerechter Bezahlung. Eine Kulturszene nicht nur in Cottbus, sondern in den kleinen Gemeinden. Parität in allen Kommunalparlamenten. Sorbisch-Polnisch in vielen Kitas und Schulen. Eine Modellregion der Mehrsprachigkeit und der Bürgerbeteiligung. Alles in allem eine Region, in der gute Luft und ein gutes Klima in jeder Hinsicht herrscht. Ich werde da 84 Jahre alt sein und kann dann vielleicht sagen, wir alle gemeinsam haben hier ein gutes Werk für unsere Enkel getan. Vielen Dank.